Fußball-Europa-League-Hardball-Duell. UEFA hat keine Bedenken für Wettbewerb. Das Duell zwischen FC Salzburg und Leipzig in der Gruppenphase der Europa League ist in aller Munde. Die UEFA hält das Aufeinandertreffen der beiden von Red Bull gesponserten Clubs für unproblematisch. Beide Teams sind für den Wettbewerb zugelassen worden. Alle Kriterien wurden erfüllt, sagte UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti nach der Auslosung in Monaco. Im Vorjahr hatte die UEFA erst nach langen Beratungen beiden Clubs ein Startrecht im gleichen Wettbewerb grundsätzlich eingeräumt. DAZN übertrieb ab dieser Saison die UEFA Champions League und die Europa League. Starte jetzt dein Gratismonat größer als die Regularien verbieten eine Teilnahme im gleichen Europacup, wenn zwei Clubs maßgeblich vom gleichen Geldgeber abhängen. Im Fall Leipzig und Salzburg seien durch strukturelle Veränderungen alle Kriterien erfüllt, hieß es von der UEFA. Die Salzburger starten auch in dieser Saison international offiziell unter dem Namen FC Salzburg und modifizierten ihr Logo mit den zwei Bullen. Auch die Trikots müssen offensichtlich zu unterscheiden sein. Heimkehr für Rose, spezielles Wiedersehen für Freund und Rangnick. So denkt Rapid über die Gruppenphasenauslosung der Europa League. Auf diese drei Mannschaften treffen die Wiener im Herbst, spannende Gegner für den Meister in der Gruppenphase. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at. Red Bull Derby Salzburg-Leipzig wird Feuer drin sein. Zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count. Kommentare. Rechtliche Hinweise. Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.